Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Heute Abend, Montagabend hier zum AgilCare Workshop. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind, die schon da sind und hier unseren Vortrag lauschen. Ich freue mich auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen und dann ebenfalls dann dem Vortrag folgen. Vielen lieben Dank und ich begrüße Sie herzlich. Ich begrüße auch meine Eltern, die hier mich unterstützen im Hintergrund. Vielen lieben Dank. Und ja, dann würde ich denken, wir starten mit allem, was hier dazu gehört. Und zwar mit der Präsentation heute, 14. Oktober 2024, wie gesagt, Montagabend. Und deswegen sehen wir uns hier im AgilCare Workshop. Ja, darf natürlich nicht vergessen, Ihnen auch schon die Folien zum Download bereitzustellen. Das können Sie gerne jetzt schon tun, aber Sie haben dazu auch noch die ganze Zeit des Workshops die Gelegenheit dazu. Und natürlich auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, haben Sie da ebenfalls die Gelegenheit, jederzeit noch die Unterlagen herunterzuladen. Wichtiger Hinweis, der nicht fehlen darf, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, ich freue mich, ich habe wieder hier die Gelegenheit, den Workshop für Sie zu leiten und habe mir auch ein besonderes Thema für Sie, für uns hier herausgesucht. Immer sind es Themen, mit denen wir uns verstärkt beschäftigen, in unserem Interesse für mehr Wissen für ein Leben ohne Krankheit, zum Beispiel, weil wir verstärkt von Ihnen dazu befragt werden oder weil wir in Fachkreisen darüber diskutieren beziehungsweise beim Sichten von Literatur darüber etwas lesen. Und Sie wissen, unsere Arbeit besteht ja nicht nur daraus, Sie intensiv bei der Nutzung und in Ihrem Einsatz von AgilCare zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität zu unterstützen. Wir veröffentlichen auch Beiträge in unserem Infodienst AgilSmart, wo Sie die Gelegenheit haben, noch detaillierter über bestimmte Fragestellungen Wissen zu erlangen, Wissen über Methoden und Verfahren für die Möglichkeiten für Sie zum Erlangen verbesserter Lebensqualität. Und in meinem Vortrag vom 20.05.2024, also circa nicht ganz ein halbes Jahr her, ging es um die chronische Entzündung der Haut, um die Schuppenflechte oder auch Psoriasis. Ja, bei der Schuppenflechte wendet sich das Immunsystem aufgrund der rasanten Schuppenbildung gegen den eigenen Körper. Sie zählt aufgrund dessen zu den klassischen Autoimmunerkrankungen. Sie können sich vielleicht erinnern an den Fall, den ich präsentiert hatte. Es ging um eine 85-jährige Anwenderin, die Zeit ihres Lebens von Psoriasis belastet gewesen ist und der es gelungen ist, nach circa 3 Wochen kontinuierlichen und disziplinierten Einsatz täglich von AgilCare, und zwar die Anwendungen A267 Psoriasis, A79 Epstein-Barr, VEG14 Quecksilber-V, und C1337 Psoriasis, diese Anwendung hat sie täglich durchgeführt und hat eben damit entsprechend Erfolg für sich, für ihre Situation erlangt. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man aus einer für die Schulmedizin aussichtslosen Situation der Autoimmunkrankheit Verbesserung für sich erreichen kann und konnte, indem hier die betreffenden Mikroorganismen beseitigt wurden. Und eine ähnliche Situation, weil sie sich optisch eventuell hier ähnlich darstellt, ist es bei der Neurodermitis. Es ist allerdings was ganz anderes. Also hier besteht die Ähnlichkeit eben aus der Optik, wie es sich darstellt. Und diese beiden werden
auch gegenseitig abgegrenzt. Wir haben am Wochenende im Fachkreis darüber am Rand gesprochen und ich habe mich erinnert, wie es meinem Mann Mario selbst damit ergangen ist, also mit seiner Neurodermitis. Und das ist der Grund, warum ich heute mit Ihnen darüber sprechen möchte. Wir sprechen also über Neurodermitis. Die Neurodermitis zählt zu den Erkrankungen des atopischen Formenkreises. Dazu gehört auch Asthma und auch viele andere oder viele Allergien. Diese treten oft gemeinsam auf, also Neurodermitis, Asthma, Allergien treten oft gemeinsam auf und über 60% der Betroffenen haben eine begleitende Allergie. Also 65% der Betroffenen von Neurodermitis Betroffenen haben eine begleitende Allergie, insbesondere des Typs 1, also gegen zum Beispiel Tierhaare, Pollen oder bestimmte Lebensmittel. Und die Typ 1 Allergie zeigt sich oder tritt binnen Sekunden oder Minuten auf nach Erstkontakt. Erstkontakt mit dem Stoff. Ich erkläre das später nochmal, was bei einer allergischen Reaktion passiert oder wie eine Allergie entsteht. Aber hier ist in dem Moment, wo die Allergie besteht, da tritt und der Kontakt besteht, dann kann man dann binnen Sekunden oder Minuten kann man die Reaktion erwarten. Typische Beispiele für eine Type 1 Allergie und wie sie sich zeigt, ist eine allergische Rhinokonjunktivitis. Und die Rhinokonjunktivitis heißt Heuschnupfen zum Beispiel. Oder dann, also wo dann eben Nase und Augen betroffen sind. So, es ging also um die typischen Beispiele von der Typ-1-Allergie, die sich als zum Beispiel allergische Rhinokonjunktivitis zeigt. Das ist dieser klassische Heuschnupfen, wo eben Nase und Augen und an den Augen dann eben die Bindehaut betroffen ist, die dann sich gerötet, entzündet zeigt, Niesen und so weiter. Weiters gibt es die Urtikaria, also sonstige Hautreaktionen, aber auch Insektengiftallergien mit dem Anschwellen der Schleimhäute, also wie zum Beispiel Bienengift oder Wespengift. Das sind hier typische Beispiele, allergisches Asthma oder Hausstauballergie, die sich hier vielfältig zeigt. Ja, es gibt hier verschiedene Verfahren, um ein Allergen-Screening durchzuführen. Bekannt ist Ihnen bestimmt der Pricktest. Und es gibt aber auch ein weiteres Verfahren, zum Beispiel die Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay. Das ist wieder Englisch, aber wird abgekürzt mit FEIA. Früher hieß dieses Verfahren Radioallergosorbenstest. Das war ein ähnliches Verfahren, das weiterentwickelt worden ist. Da die Abkürzung RAST ist Ihnen eventuell bekannt. Die Untersuchung erfolgt vollautomatisch. Dabei sind die Allergene an eine Art Zelluloseschwamm mit hoher Bindungskapazität gekoppelt. Und es ist mit diesem Verfahren eine Stufendiagnostik möglich, also wenn dieses durchgeführt wird. Und bei mehrfach sensibilisierten Patienten oder uneindeutiger Klinik bzw. komplexer Anamnese ist die Bestimmung einzelner Allergene sehr zeitaufwendig und langwierig. Das können Sie sich vielleicht vorstellen. Man nutzt dann ein umfassenderes Allergenscreening und das bezeichnen die Fachleute als ALEX oder Allergy Explorer. Hierbei wird die klassische mit der molekularen Allergiediagnostik vereint und es werden 99% der Allergieauslöser erfasst. Also insgesamt der bekannten Allergieauslöser, davon werden 99% werden hier erfasst und es wird ein differenziertes Sensibilisierungsprofil erstellt für den Anfrager, was eine optimierte Risikoabschätzung potenzieller allergischer Sensibilisierung sowie Identifikation von diagnostischen und klinischen Kreuzreaktionen ermöglicht.
Ja, also da können Sie sich ja vorstellen, dass es hier eben nicht nur um Pollen geht und nicht nur um Wespen oder Bienengift, sondern eben auch um andere Stoffe, wo auch hier, ich möchte das nicht runtersprechen, die Wespen- und Bienengiftallergie, das kann ja auch sehr schnell sehr gefährlich werden mit der Reaktion, aber auch hier dann entsprechende Kreuzreaktionen, vor allem auch, wenn man zum Beispiel auf Stoffe allergisch reagiert, die in Medikamenten verwendet werden. Das kann eben hier durch diese Diagnose, durch diese Bestimmung über dieses Verfahren ermöglicht werden, ob es hier zu Kreuzreaktionen kommen kann. Also dieser Test hilft somit insbesondere den Vielfachallergikern bei der Therapie und Diätoptimierung. Und ja, ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch als Hinweis den basophilen Aktivierungstest. Den gibt es auch noch, aber auf diesen möchte ich jetzt hier nicht im Speziellen eingehen, weil das hier auch unseren Rahmen sprengen würde. Es geht mir letztendlich hier nur für Sie zum Wissen, dass es verschiedene Verfahren gibt, um Allergien bestimmen zu können. Und 60% der Neurodermitis-Betroffenen haben eine, wenn nicht sogar mehrfache Allergien. Das hatten wir ja gesagt. Und bei einer Allergie reagiert das körpereigene Immunsystem überempfindlich auf im Grunde harmlose körperfremde Substanzen, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Pflanzenpollen und so weiter. Und da die Substanzen Allergien auslösen können, nennt man sie Allergene. Und wie eine Allergie entsteht, wollte ich Ihnen hier auf dieser Grafik kurz anschaulich erklären. Sie sehen im oberen Teil links beginnend, da haben Sie den ersten Kontakt mit einem Allergen und das Immunsystem wird sensibel, aber es tritt noch keine allergische Reaktion auf. Also hier, Sie sehen dann, wenn man weiter nach rechts rüber geht, dass die Allergene die Schleimhaut durchdringen und die B-Zellen hier, die B-Zellen des Immunsystems hier entsprechend reagieren. Sie setzen Antikörper frei, die dann die Mastzellen, das sind ja auch Zellen des Immunsystems, auf dieses Allergen sensibilisieren. Und im Erstkontakt ist eben so, dass hier noch keine Reaktion erfolgt. Aber Sie sehen auch drunter schon beim zweiten Kontakt mit eben diesem Allergen, welches als Allergen identifiziert worden ist vom Körper, reagiert das Immunsystem sofort mit, und Sie sehen das ganz rechts außen, mit dem Anschwellen der Schleimhaut. Also hier haben wir ebenfalls den Fall, dass die Allergene die Schleimhaut durchdringen. Sie koppeln an die Mastzellen an, die jetzt hier inzwischen wissen, worum es sich handelt. Die setzen Botenstoffe frei, die auch dann dafür sorgen, dass die Schleimhaut anschwillt. Also so ist der Werdegang, wie eine Allergie entsteht, relativ schnell, wenn hier eine bestimmte Sensibilität vorliegt. Heutzutage sprechen wir viel öfter über Allergien als zum Beispiel vor 50 oder 100 Jahren. Da könnte man sagen, dass damals die Menschen sich um andere Sachen für sie zu der Zeit wichtigere Dinge und Fragen gekümmert haben. Aber auch der Ansatz der Umweltvergiftung spielt hier eine große Rolle für uns zur heutigen Zeit, wohingegen dies vor 100 Jahren nicht der Fall gewesen ist. Wir finden heute zum Beispiel vielfach potenziell krankmachende Schadstoffe in der Innenraumluft unserer Wohnungen, unserer Büros, also dort, wo wir uns tagtäglich oder tagsüber lang aufhalten, kann man eben auch Belastungen feststellen, nicht nur durch uns, weil wir uns da aufhalten, sondern eben, weil das eben hier verbaut ist oder entsprechend nicht gefiltert wird, wie auch immer. Die Gesamtheit die Gesamtheit der schädlichen Stoffe, die auf uns wirken und mit denen sich unser Immunsystem aussetzt, tagtäglich, nennt man Noxe. Das kommt aus dem Lateinischen von Noxa, das bedeutet Schaden.
Und ein Nox ist ein Stoff oder ein Ereignis, welcher bzw. welches einem biologischen Organismus, also das betrifft diese gesamte Biologie, einen Schaden zufügt. Noxe können toxische Stoffe sein, wie zum Beispiel Chemikalien, oder von Mikroorganismen ausgeschiedene Substanzen. Da könnte man unterscheiden in biologische Noxe. Es gibt aber auch folgende Einflüsse, die als noxisch bezeichnet werden, zum Beispiel physikalische Einflüsse. Darunter Extremtemperaturen, mechanische Traumata, also wenn man sich eben verletzt, UV-Strahlen oder auch ionisierende Strahlung, also Röntgenstrahlen, können als Noxe eingeordnet werden. Chemische Substanzen, dazu gehören Medikamente, Drogen, Gifte, Toxine, da würde es man sowieso erwarten, aber auch bestimmte Säuren und Basen tragen dazu bei, dass sie uns in gewisser Hinsicht, Paracelsus hat gesagt, die Menge macht das Gift, aber die werden nichtsdestotrotz, könnten die uns Schaden zuführen. Und mikrobiologische Noxe, dazu gehören Bakterien, Viren, Würmer, Pilze, Einzeller, das kennen Sie ja von uns, wenn wir hier uns mit Agilcare beschäftigen. Und auch psychosoziale Bedingungen können als toxisch oder noxisch eingeschätzt werden. Also wie zum Beispiel Einsamkeit oder Stress, aber auch toxische Beziehungen, die einem schaden. Also eine ganze Reihe. Und die Sensibilität kann bei jedem Menschen hier unterschiedlich sein und somit auch das Level, bei dem das Immunsystem eventuell überfordert ist und bestimmte Stoffe als schädlich, als Nox einschätzt. Man kann sich hier helfen und die sich hier aufreihenden Noxe für einen selbst versuchen, Stück für Stück zu reduzieren. Da haben wir mit Agilcare vor allem bei dem durch Mikroorganismen Beteiligung in Zusammenhang stehenden Noxen sehr gute Möglichkeiten, hier durch Eliminierung dieser Verbesserung zu erhalten. Ja, also in der letzten Woche hat mein Vater hier sehr detailliert den Weg erklärt, der einerseits sich vollzieht, wenn unsere Zelle auf Zellenebene geschwächt werden. Sie sehen hier diese Grafik, die Sie auch letzte Woche gesehen haben. Ich habe sie Ihnen hier nochmal mitgebracht. Die Zellen werden geschwächt und welche Prozesse sich hierbei vollziehen und in welcher Reaktion eben hier unsere Zellen gezwungen werden, also in den Ersatzstoffwechsel, welches dazu führt, dass sich das Milieu verändert, was eben hier Mikroorganismen auf den Plan ruft, sie in Disbalance geraten können und sich eine Symbiose zwischen den Mikroorganismen und der Erkrankung etabliert und wie hiermit mit Agilcare dagegen vorgegangen wird. Und diese Folien habe ich Ihnen hier nur mitgebracht und nur jetzt mal ganz kurz gezeigt. Sie können sich immer wieder aus Ihren Unterlagen hervorholen und sich anschauen. Deswegen will ich da jetzt nicht weiter und nochmal detailliert, das ist letzte Woche sehr, sehr gut erklärt worden, darauf eingehen. Und Sie finden es eventuell auch sehr leicht verständlich, sodass man das eben entsprechend gut nachvollziehen kann. Ja, der Zustand der Allergie bzw. die allergische Reaktion auf eine Situation, einen Stoff, einen Kontakt zählt übrigens auch mit zu den Noxen. Und warum reite ich, wenn wir das Thema Neurodermitis betrachten, so sehr auf der Allergie oder der Betrachtung der Noxe herum? Ja, weil das größtenteils diejenigen Auslöser sind, die die Neurodermitis auftreten lassen. Wir finden also eine Entzündung vor allem der Hornschicht der Haut vor, die nicht die Schutzfunktion erfüllt, die sie erfüllen soll und könnte. Und wir haben Reizstoffe, dazu gehören Allergene, Noxe,
und Keime. Und diese haben die Möglichkeit, hier über die ungeschützte Haut, über die ungeschützte, ja, also weil wir eben die Schutzfunktion nicht komplett erfüllen können, die können hier in unseren Körper eintreten. Was kann man also gegen die Neurodermitis tun? Ja, als allererstes habe ich hier notiert, Allergene, so sie bekannt sind, weitestgehend vermeiden. Manchmal hilft eine sogenannte Desensibilisierungstherapie. Die empfiehlt sich allerdings nicht für alle Allergene und auch nicht für alle Allergieklassen. Aber hier gibt es Spezialisten, das sind die Allergologen. Das heißt, sie besprechen das am besten, was für sie hier zutreffend ist, mit ihrem betreuenden Allergologen. Umweltgifte sollten weitestgehend vermieden werden. Wenn man beispielsweise aus dem Haushalt, wo permanent geraucht wurde, wo aber auch zwei Katzen herumliefen, er hat eine Katzenhaarallergie, er ist dort ausgezogen. Keine Angst, es war jetzt nicht unser Haushalt, das war dann vor unserem Zusammenziehen. Toxische Umgebungen, also nicht nur die Umwelt, aber auch Personen, die für sie schädlich sind, sollten sie meiden. Dazu gehören auch, also wenn man sich die Umgebung anschaut, auch Nahrungsmittel, aber die treffen auch auf die Allergene zu. Also eben teilweise sind das ja dann keine Lebensmittel mehr, kann man nicht mehr davon sprechen. Also das meiden. Belastende Mikroorganismen reduzieren, beziehungsweise sogar eliminieren. Was mich eben hier zu unseren Empfehlungen mit AGCare führt. Und ich lese Ihnen hier die Anwendungen, die wir empfehlen, vor. Sie haben sie in Ihren Unterlagen, deswegen einmal hier A12, Allergie, aber auch A74, Entzündung allgemein, A69, Entgiftung fördern, C683, Schwermetalltoxizität, TR, C933, Leberunterstützung, C885, Reizdarmsyndrom und auch C378, Dickdarmprobleme allgemein. Sie sehen also aus der vorigen Folie heraus, diejenigen Punkte, die dort aufgegriffen sind, finden sich hier wieder in den Empfehlungen, die wir mit AGCare geben. Sind auch nur Beispiele, und so unterschiedlich wie der Einzelne zu uns anderen ist, so unterschiedlich kann auch die Herangehensweise mit AGCare zum Einsatz zur Eliminierung der uns störenden Mikroorganismen von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Was wir allerdings hier nicht vergessen sollten, und deswegen habe ich es hier auch mit auf die Folie geschrieben, ist die Einnahme und damit die Entgiftung mit Naturzeolithin-Mikrometer. Also hier unsere Empfehlungen, wie man hier vorgehen kann bei Neurodermitis zur Verbesserung der Lebensqualität. Ja, dann habe ich hier das Thema, was wir heute hier besprochen haben, kurz zusammengefasst. Es ging um Neurodermitis im Unterschied zu Psoriasis, beziehungsweise Schuppenflechte. Da können Sie sich auch nochmal den Vortrag des Workshops vom 20.05. dieses Jahres, können Sie sich anschauen. Den finden Sie ja wie immer auf unserer Homepage. Da können Sie eben entsprechend da auch unsere Empfehlungen nochmal rezipieren. 60% der Neurodermitis-Betroffenen haben begleitende Allergien und das nicht nur eine. Dann haben wir besprochen, was Noxe mit Allergien zu tun haben, und wie immer bekommen Sie von uns Empfehlungen, wie Sie mit AGCare bei Ihrer Fragestellung in dem Moment jetzt hier bei Neurodermitis, wie Sie hier vorgehen können. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher. Ich habe die Folien mit den Kommunikationswegen und auch die Folie mit
der Tipprovision, also wie Sie zu 150 Euro Geld von uns an Sie, wie Sie da hingekommen. Das habe ich Ihnen hier weiter in den Folien gelassen, sodass Sie da auch immer wieder drauf zurückgreifen können. Und freue mich jetzt auf Ihre Fragen an uns, die wir Ihnen natürlich sehr, sehr gerne jetzt hier im Anschluss beantworten. Herzlichen Dank und ich beende